Hallo YouTube, heute mal wieder ein kleines Video mit meinem super tollen Handy aufgenommen, nicht mit der tollen Spiegelreflexkamera, wie ihr es sonst immer gewohnt seid. Ich möchte euch eigentlich nur mal schnell zeigen, was ich hier Neues geholt habe. Ein Midland 42 Multi und zwar im Komplettset. Das hat, ich weiß gar nicht, 140 Euro gekostet. Hier mit so einer super tollen Antenne. Ja, klar, kurz angefasst, zack, schon reagiert's. Ja, und zwar habe ich ja vor, irgendwann mal ein kleines Event zu starten im Bereich CB-Funk. Ziel des Ganzen ist es im Endeffekt eigentlich nur, dass mal alle Prepper vielleicht online sind, beziehungsweise, ja, wie heißt es immer, auf Frequenz quasi sind. Mit der Funkbetriebssprache muss ich noch ein bisschen auseinandersetzen. Und zwar im CB-Bereich. Und ja, wenn ich das jetzt natürlich so ein bisschen kurzfristig aktiviere, dann ist das natürlich ein bisschen blöd. Und dementsprechend wollte ich euch jetzt einfach mal schnell hier ein kurzes 1, 2, 3 Minuten Video machen, um euch mal darauf hinzuweisen, dass er eventuell demnächst so ein kleines Video starten wird. Und würde mich natürlich freuen, wenn da möglichst viele da mitmachen und sagen, hey, geil, ich hole jetzt auch mal mein altes CB-Funk raus oder ich bestelle mir jetzt vielleicht noch schnell eins. Kostet ja nicht jetzt wirklich die Welt. Also das Set, wie ich jetzt hier habe mit, achso, sieht man hoffentlich auch mal. Ich kann hier auch zeigen, hier mit Anschluss fürs Auto knapp 140 Euro und so ein Adapter für die Heimsteckdose kostet auch nur 5, 6, 7 Euro bei Amazon oder bei eBay oder im örtlichen Fachhandel, je nachdem, wo ihr das dann kaufen wollt. Das ist mir ja relativ Hupe immer. Ja, ich habe das jetzt eben erst bekommen, ausgepackt, ein bisschen rumgespielt, noch nicht so ganz drin, aber ja, ich werde mich auf jeden Fall die Tage dann nochmal melden und hoffe natürlich dann, dass wir vielleicht, ja, den Monat jetzt nicht mehr, aber im August vielleicht ein kleines CB-Funk Prepper-Event starten können, bei dem möglichst viele dabei sind und hat natürlich auch einen Vorteil, man hat dann schon mal den einen oder anderen vielleicht auch gehört, mit dem man dann vielleicht später mal zusammenarbeiten könnte. Ja, und über Funk ist es dann doch relativ, ich sag mal, anonym, man gibt sich dann zu Pseudonym und kann dann einfach mal schauen, wer ist denn überhaupt in Reichweite von jemandem, weil die meisten Kontakte sind ja so ein bisschen das Facebook-Ding. Und ja, das möchte ich jetzt ein bisschen so, ja, umgehen, neu machen, umgestalten und hoffe einfach, dass da möglichst viele dran teilnehmen. Ja, und mein nächstes Video, ich bin noch am Überlegen, was ich mache, bin mir noch nicht so ganz schlüssig, dementsprechend, ja, müsst ihr euch jetzt erstmal damit vertrösten. Ich hoffe trotzdem, ihr seid dabei und seid immer noch motiviert und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. In dem Sinne, haut rein und tschö.